Was ist der Leitsatz der Spree Athene? Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause. Ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause. Und trinkt oft fröhlich bei einer Sause. Berliner Weiße mit Schuss. Und alle, die Sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Verkehrsunfall. Näheres erfahren Sie von den Herrschaften, Schwester. Ja. Machen Sie doch bitte Platz hier. Sie sind die Angehörigen der beiden Verunfallten? Ja, wir kommen direkt vom Standesamt. Meine Tochter und mein Schwiegersohn sind mit der Hochzeitskutsche verunglückt. Die beiden Pferde haben... Personalien der beiden, bitte. Wie? Ach so, ja. Hier sind die Ausweise. Daraus können Sie alles entnehmen. Stellen Sie sich vor, die beiden Pferde haben mitten auf der Kreuzung gehen die Gäule plötzlich durch und... Kostenübernahmebescheinigung? Wie? Die Übernahmebescheinigung der Kostenträger. Wie bitte? Der Krankenversicherung. Du lieber Himmel, Fräulein, Sie machen mir Spaß. Glauben Sie ernsthaft, dass man sowas bei einer Eheschließung in der Westentasche bei sich trägt? Sie reichen die Bescheinigung also nach? Ja, so ist es. Trotzdem wäre uns sehr damit gedient, wenn Sie uns vorab sagen könnten, wo Ihre Tochter und Ihr Schwiegersohn versichert sind. Du lieber Himmel, meine Tochter ist privat versichert und mein Schwiegersohn ist... Benno, welche Krankenversicherung hat dein Bruder? Soviel ich weiß, allgemeine Ortskrankenkasse. Sie haben es gehört, allgemeine Ortskrankenkasse. Und Ihre Tochter ist privat versichert. Na sehen Sie, damit können wir doch schon was anfangen. Wissen wir doch jetzt, in welcher Klasse wir die beiden unterbringen. Papa, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Nein, es geht mir schon bedeutend besser. Professor Meyer-Dohlert hat mich heute noch mal gründlich untersucht und ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja, die Gehirnerschütterung klingt ab und meine Rippenprellung spüre ich kaum noch. Nein, nein, leider nicht, Papa. Ein paar Tage muss ich noch festlegen, wegen der Gehirnerschütterung. Ach, wem sagst du das, Papa? Georg tut mir unendlich leid. Ihn hat es von uns beiden am schwersten erwischt. Ja, nur, aber. Na, das ist doch. Komm, jawohl. Na, wunderbar. Jetzt reicht's aber, du Knallkopf. Mensch, das ist ja endlich mal eine Message. Du gibst ja richtig menschliche Laute von dir. Ich tritt da gleich in den Arsch, Junge. Zieh sofort das Geschoss da raus. Entschuldigung, Mann. Hab ja nicht gewusst, dass du mir Psychgefühle hast. So, Leute, und das Essen bitte. Was gibt es denn heute, Kamerad? Salzkartoffeln, Kohlrabi, gekochter Schinken mit Mayonnaise und als Nachtisch Grießpudding mit Himbeersaft. Östrogene frisch auf dem Tisch. Da lacht das Feinschmecker, das wie? Muss ich gleich wieder mitnehmen? Ja. Esse kein Schweinefleisch. Ah, verstehe. Und Kohlrabi mögen sie natürlich auch nicht. Ich habe Kohlrabi schon als Kind verabscheut. Klar. Und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Den Pudding gebe ich gleich dem Kollegen da drüben, richtig? Tun Sie das. Oh Mann, wie lange wollen Sie das noch durchhalten?
Seit Sie hier sind, machen Sie praktisch eine Nulldiät. Sie kommen total von der Rolle. Unter uns gesagt, den Fraß würde ich auch verweigern. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie sind falsch versichert. Sie sollten sich ein Beispiel an Ihrer Frau nehmen. Als Privatpatient, mein Lieber, leben Sie bei uns wie in einem Sanatorium. Also, als Vorspeiseschwester nehme ich den Fruchtcocktail mit Creme de Kakao. Als Hauptgericht gebackene Kalbszunge mit Sauce Tartare und Mandelkartoffeln und frischen gemischten Salat. Als Nachspeise Weincreme mit Schlagsahne. Danke, dass wär's, Schwester. Ach, Schwester, und den Espresso nicht vergessen. Weißt du noch einen? Ja, da kommt einer auf die gynäkologische Station gerannt. Und die Schwester sagt, raus, 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 Sie sind nicht sterilisiert. Ich sagte, wem sagen Sie das? Hey du, hör mal. Meinst du mir? Na, dreimal darfst du raten. Was willst du denn? Krauch mal zu mir rüber. Warum? Ich will mal mit dir besprechen. Du kommst schon her, muss jeder hören. Willst du mit mir kiffen oder was? Quatsch. Willst du eine schnelle Mark machen? Muss ich dafür ackern? Nee. Muss mich nur ein bisschen spazieren fahren. Womit? Im Rollstuhl, den du mir organisierst. Wo willst du hin? Zu meiner Frau. Hast du ein Ei auf dem Dach oder was? Ich bring hier nicht einen Meter aus der Klinik. Du musst ja auch ja nicht. Die liegt eine Etage tief auf der Privatstation. Gehirnerschüttung und Rippenprellung. Ach, habt ihr euch gekeilt? Was? Ihr seid doch beide offensichtlich tierisch angeschlagen. Wir hatten einen Verkehrsunfall, direkt nach unserer standesamtlichen Trauung, mit der Hochzeitskutsche. Ja, bist du platt, was? Ist ja total abartig. Das kannst du laut sagen. Wir waren noch nicht mal eine halbe Stunde verheiratet, stell dir mal vor. Und nicht mit Hochzeitsnacht und so? Mit so schon ja nicht. Und nun liegen wir hier in getrennten Betten und können uns nicht mal besuchen. Also, bringst du mich zu ihr runter? Und das Ganze läuft als geheime Action? Erlaubt hat's mir keiner, wenn du das meinst. Dann bin ich doch dabei. Und wie gesagt, du machst es nicht umsonst. Vergiss es. Für eine Familienzusammenführung nehme ich keine Knete, klar? Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Moment, meine Schwester. Wer zum Teufel hat erlaubt, dass Patient Heimann das Zimmer verlassen kann? Der Mann hat strenge Bettruhe. Mensch, mach, mein Herz ist doch drin. Immer hier, keine Panik. Mann. Was? Heißen Dank, Schwester. Tut mir leid, ich hab mal verfahren, hab das Gipsbein von den Onkel falsch kalkuliert. Sagen Sie mal, wollen Sie sich nicht auf unsere Station versetzen lassen? Das wäre geradezu galaktisch. Los weiter, Mensch. Und halt die Augen auf der Piste. Ja, das ist eine scharfe Kete. Sag bloß, die hat bei dir nichts ausgelöst. Überhaupt nichts, denn meine scharfe Kete liegt auf Zimmer 302. Stopp! Da sind wir. Sofort zurückkommen. Also das sind Faxen, meine Herren, die wir hier nicht lieben. Hier gibt es eine Hausordnung, ja? Und die gilt für jeden Patienten, ja? Und die besagt unter anderem, was der Stationsarzt anordnet, muss befolgt werden. Ohne Wenn und Aber. Unter uns gesagt, meinen wir noch eins zu Schwachsinn. Herr Heimann, was haben Sie sich eigentlich bei diesem unerlaubten Ausflug gedacht? Das sage ich Ihnen. Da drin liegt meine Frau, keine 5 Meter von mir. Ich habe sie seit 4 Tagen nicht gesehen. Bitte, lassen Sie mich zu ihr. Auf gar keinen Fall. Ich habe strikte Order und die muss ich befolgen. Oder wollen Sie, dass ich fliege? Natürlich nicht, aber... Na also. Und du, mein Freund, hier machst ebenfalls einen Rückzug, sonst gibt's Zunder. Warum hast du einen Sockenschuss oder was? Wie redst du nur mit mir? Hallo, Jonathan! Hallo, ihr gerade alle her. Kommt mich nachher auch besuchen, ja? Geht halt nicht. Und warum nicht? Weil für Normalpatienten heute keine Besuchszeit ist. Liebste Franziska,
Herzliche Grüße von Bett zu Bett sendet dir dein eingegipster Georg, der vor Sehnsucht schier verrückt wird. PS, sobald es dein Zustand erlaubt, komm doch mal auf einen Sprung zu mir rauf. Besuchzeit? Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Dieser verrückte Kerl schickt mir eine Ansichtskarte. Ja, bitte? Tag, mein Kleines. Hallo, Papa. Ach, und schon wieder Blumen. Ich komme mir schon vor wie aufgebahrt. Sind ja auch nicht für dich. Sind für deinen Mann. Heute ist Besuchszeit. Und weißt du was, Papa? Heute komme ich einfach mit. Ja, deine Ärzte werden von dieser Idee begeistert sein. Ich sag's ihnen gar nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das wäre in deinem Zustand purer Leichtsinn. Deine Gehirnerschütterung ist so gut wie auskuriert. Papa, weißt du, was das ist? Ein Hilferuf von Georg. Ansichtskarte. Ja, die er mir geschrieben hat. Sehr originell. Nicht wahr? Aber dahinter, Papa, steckt weit mehr. Es ist das verzweifelte Signal eines Mannes, der voller Sehnsucht nach seiner Frau verlangt. Wenn man das natürlich so sieht, da gibt es dann in der Tat nur eins. Du musst zu ihm. Musst mit ihm in aller Ruhe sprechen. Ja, Susi, das ist deine Schuld. Was denn? Und? Ist das jetzt sonderlich schlimm oder was? Ja, das soll ich ein bisschen zu machen. Susi, das hier alles schnell. Endlich, weil ich wollte Georg. Georg, Besuch für dich. Das werden sie so schnell nicht schaffen, Meister. Der ist total abgedröhnt. Er ist bitte was? Er hat sich ein paar Schlaflutschis eingepfiffen. Schlaflutschis? Abtauchkapsel. Verstehen Sie kein Deutsch oder was? Sie meinen Schlaftabletten? Oder so. Ja, warum denn das am hellerlichten Tag? Um diesem Horror zu entgehen, hat er gesagt. Dieser Hornochse. Er hat ja nicht gewusst, dass Papa kommt. Soll ich ihm was ausrichten, wenn er morgen ausgepufft hat? Morgen? Von wegen. Georg, los, aufwachen! Mensch, komm schon zu dir, verdammt noch mal! Wie viele Schlaftabletten hat der genommen? Lassen Sie mal rechnen. Er hat ein paar gehamstert, Mena hat er sich auch ergeiert. Wie bitte? So Stücker sieben, achte. Und die hat er alle? Weiß ich nicht. Er hat nur gesagt, er will sich ein bisschen davon machen. Davon machen? Das hat er gesagt. Schon ein beknackter Typ, ihr Verwandter. Komm, Kind, ich erklär dir alles später. Ja, ist was mit Georg? Alles hat so wild. Du darfst sie auf keinen Fall aufregen. Tu ich aber. Siehst du, genau das ist Gift für deinen Zustand. Bitte, du wirst dich nicht von der Stelle. Ich muss kurz mit der Schwester reden. Komm, Kind. Dr. Kohl, bitte. Dr. Kohl, bitte dringend auf Station 46. Herr Heimann. Herr Heimann, hören Sie mich? Herr Heimann! Ja. Na also, da ist er ja wieder. Verdammt nochmal, wo bleibt die Kochsalzlösung? Braucht das Zeug sofort, damit der Magen sich entleert. Also wirklich, Schwester. Als Schnecke wären Sie eine einsame Nummer. Wo ist der Eimer? Der wird gleich speien wie der Ätna in seinen besten Zeiten. Und Ihnen würde ich raten, einen Sprung auf den Gang zu machen. Ist nämlich kein Vergnügen hier. Für Herrn Heimann nicht und für Sie bestimmt auch nicht, wenn er erst mal losrührt. Na los, worauf warten Sie noch? Ja. Los, einflößen. Da würde ich jetzt nicht trainieren, Papa. Sie pumpen ihm gerade Magen aus. Ist es das? Da kenne ich mal nicht aus. Ich weiß nur eins, unser Tablettenfreak fährt gerade tierisch Talbahn. Sie können wieder rein. Herr Doktor, ich bin der Schwiegervater. Was war denn nun? Also Sie waren das, der die Schwester alarmiert hat. Ja, und Gott sei Dank nicht zu spät. Zu früh, würde ich sagen. Wie meinen?
Er hat nur zwei Schlaftabletten geschluckt und die hätte er leicht ausgeschlafen. Sie wollen damit sagen? Ja, falscher Alarm. Die Prozedur mit der Kochsalzlösung hätten wir ihm ersparen können. Kümmern Sie sich um ihn, es geht ihm ziemlich dreckig. Oh, ist mir schlecht. Ach, am liebsten würde ich sterben. Unterstehe ich. Kaum geheiratet und schon die Frau zur Witwe machen. So. Dieser Trottel von Oberarzt, der hat er geglaubt, tatsächlich geglaubt, hätte einen Pfund Schlaftabletten geschluckt. Ja. Dabei waren es nur zwei Stück. Ich weiß, Georg. Ich wollte mich nur für ein paar Stunden davon machen. Ja. Ich ertrag das hier nicht mehr. Diesen Lärm, das miese Essen, diesen rüden Ton und dann die Trennung von Franziska, wenn ich sie wenigstens einmal sehen und sprechen könnte. Das hättest du haben können, wenn du nicht im Tiefschlaf gewesen wärst. Sie war hier? Ja, heimlich, ohne Erlaubnis. Ich konnte sie nicht ausreden. Sie wartete vor der Tür, wir wollten dich überraschen. Aber du warst ja nicht ansprechbar. Ich habe das Schlimmste schon befürchtet. Oh nein. Dann warst also du es, der... Ja, ich hab die Schwester und die hat den Arzt alarmiert. Ja, warum frisst du auch das Zeug, wenn du es nicht gewöhnt bist? Zwei Tabletten wirken da wie ein Hammer, Mensch. Oh, Papa. Hallo? Ja? Wer ist denn da? Verzeih mir, Franziska, wenn ich dich aus dem Schlaf hole. Georg? Georg, von wo rufst du denn an? Von hier, aus dem Krankenhaus, Schatz. Ich habe da jemanden gefunden, der mich im Rollstuhl durch die Gegend transportiert. Und ich will dir nur schnell sagen, dass ich auf dem Wege zu dir bin und du nicht die geringste Chance hast, mir das auszureden. Ach, wer will denn das, du Dummer? Ich wünsche mir nichts Sehnlicher. Komm so schnell du kannst, ja? Und pass auf, dass dich niemand sieht. Bis gleich. Also denn, Palmer, rennt zu deiner Mutti. Ich gehe so lange ein Bierchen kübeln. Aber in einer halben Stunde stehe ich wieder auf der Matte und sammel dir ein, klaro? Ja, bon, Kumpel. Nochmal thank you. Frenzy, da bin ich. Mach bitte das Licht an, damit ich mich orientieren kann. Oh, Verzeihung. Ich... Seien Sie doch still, meine Damen. Wo bin ich denn hier hingeraten? Entschuldigung, da. Ist ja gut. Mit Schuhen. Hier ist ein Mann auf der Station. Jetzt gibt's Trouble. Das ist ein Hammer. Wir sind in der falschen Kommode. Herr Heimat. Herr Heimann, Sie machen uns nur Scherereien, arbeiten gegen uns, die wir gehalten sind, Ihre Gesundheit zu schützen. Ich sag Ihnen mal was, noch so ein Ding. Und Sie fliegen hochkant. Können Sie mir das garantieren? Ihre mäßigen Witze können Sie sich sparen. Runter da. Was um alles in der Welt wollen Sie mit Ihrem unmöglichen Verhalten erreichen? Dass man mich zu meiner Frau lässt. Herr Doktor, ich war vor meinem Unfall eine halbe Stunde verheiratet. Das hält der stärkste Typ nicht aus. Zu wissen, die eigene Frau ist greifbar nah und trotzdem unerreichbar. Bitte, Herr Doktor, finden Sie irgendeine Lösung. Ich würde alles dafür geben. Wenn das so ist, verlegen wir Sie doch einfach auf die Privatstation, wo Ihre Frau liegt. Sie zahlen entsprechend zu und sind Ihrer Frau ganz nah. Wie nah? Möglicherweise näher, als Sie ahnen. Wie darf ich das verstehen? Mal sehen. Da gibt es meines Wissens für die erste Klasse eine Sonderregelung für verunfallte Ehepaare. Oh, Georgie, ich bin ja so froh, so unsagbar glücklich, dass du mir endlich nah bist. Ich auch, Frenzy. Ja, ich auch.
Diese Tage der Trennung waren für uns eine wahrhaft harte Prüfung. Oh ja, Georgie. Komm, nimm meine Hand. Und lass sie nie wieder los. Tag, Martha. Tag, Konrad. Das ist wirklich der pünktlichste Kollege, den ich kenne. Ehrlich, das schätze ich an dir. Du bist zuverlässig wie kein Zweiter. Und das schätze ich an dir, Martha. Immer ein freundliches Wort für den Kollegen. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Ja. Hugo hat seinen Wortschatz erweitert. Nein, nur sag bloß. Wir haben schwer daran gearbeitet. Na, Hugo, nun sag's mal. Ich bin ein Berliner. Also eins verspreche ich dir, Konrad, wenn du in 3 Wochen aus deinem Urlaub zurück bist, keiner. Wie hast du dich denn jetzt entschieden? Ostsee. Also das verstehe ich ja nicht. Ja, aus, ja ein, das gleiche Urlaubsziel. Na, am Geld kannst du da wirklich nicht liegen. Schließlich bist du ja Junggeselle und könntest dir lässig mal was anderes leisten. Gibt so tolle und preiswerte Reiseangebote. Ja, ja, die kenne ich. Und, war absolut nichts dabei, was dich reizen konnte? Nein. Mallorca, Costa del Sol, Elba, Gran Canaria. Interessiert mich alles nicht die Bohne. Du weißt doch, wenn schon, denn schon. Oh Gott, verschone mich, nicht schon wieder dieses. Eine Kreuzfahrt auf einem Luxusliner, ja? Das wäre was. 4 Wochen Südamerika, Karibik, Ostasien. Eine echte Traumreise. Also das könnte mich begeistern. Aber wer kann sich das schon leisten, nicht? Ich jedenfalls nicht. Also war ich an die Ostsee, wohne in meinem vertrauten Hotel mit Blick aufs Meer. Treffe Menschen, die ich schon seit Jahren kenne und bin zufrieden. Dann mach mal. Tschüss dann. Angenehme Schicht. Kriminalpolizei. Ach ja, was ist passiert? Kann ich helfen? Ja, das hoffe ich. Sie haben den Motorradfahrer gesehen? Ja, entschuldigen Sie, ich muss mal schnell den Zug streichen. Und? Ja, was und? Haben Sie etwas beobachtet, was Ihnen ungewöhnlich vorkam? Nun ja, schon. Lieber Herr, legen Sie mal einen Gang ein. Die Sache pressiert, also was nun?
Ja, der Mann hatte ein Funksprechgerät. Und weiter? Als der Zug vorbei war, ich die Schranke hochkurbelte und ihn wieder sehen konnte, da hat er offensichtlich da drüben auf der Straße was gesucht. Und hat er was gefunden? Na, schon möglich. Von hier aus konnte ich das natürlich nicht sehen, nicht? Da ist der Mann dann plötzlich auf seine Maschine gesprungen und davongerast. Um was, bitteschön, handelt es sich hier eigentlich? Tut mir leid, Herr... Assistent Kellermann. Herr Kellermann, darüber darf ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben. Aber noch eine wichtige Frage. Könnten Sie den Mann beschreiben, ihn notfalls wiedererkennen? Ausgeschlossen. Der Mann trug ja einen Sturzhelm. Der vom Gesicht war ja so gut wie nicht zu sehen, nicht? Das tut mir ja nun leid, Herr... Webeck. Webeck, ja. Mit mehr kann ich Ihnen nicht dienen. Herr Kommissar? Na, was ist Weber? Also, das Päckchen ist nicht mehr da. Er hat es offensichtlich eingesackt. Offensichtlich. Was hört man vom verfolgenden Fahrzeug? Gerade kam der Funkruf durch. Und? Der Mann ist entwischt. Na, fabelhaft. Das ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Ich sehe schon die Schlagzeile. Peinliche Polizeipanne. Erpresser entkam mit 500.000. Vor den Augen von Polizei und Kripo kassierte der Kaufhauserpresser gestern Abend am Bahnübergang Ruhwaldweg 500.000 Mark und entkam. Wie verabredet wurde das Geldpäckchen von einem mit Funkgerät ausgerüsteten Geldboten auf ein entsprechendes Funkkommando des Erpressers aus einem fahrenden Güterzug geworfen. Bis dann die Polizei eintraf, hatte sich der Erpresser samt Geldpäckchen bereits aus dem Staub gemacht. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Verbrechers führen, hat der Polizeipräsident einen Betrag in Höhe von 20.000 Mark ausgesetzt. Und nun der Wetterbericht des Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin. Die Schlechtwetterfront, die heute unsere Stadt überquert hat, verlagert sich östlich. Ja, guten Abend, Fräulein. Ich bitte um einen Weckruf. Ja, um 7.40 Uhr. 20 vor 8, ja. Meine Nummer 837-4645. Ja, danke. Kurzfristig eine Reise buchen wollen, hat normalerweise wenig Aussicht auf Erfolg, aber Kreuzfahrten auf einem Luxusdampfer sind in der Regel nie ganz ausgebucht. Der Grund liegt auf der Hand, nicht wahr? Diese Reisen sind für Normalbürger ja kaum erschwinglich. Darf ich Sie fragen, in welche Größenordnung Sie so dachten? Ja, das ist nicht das Problem. Also, mir ist wichtig, erst einmal herauszufinden, wann und wohin ich noch reisen kann. Nicht? Und nicht zuletzt, mit welchem Schiff, ja? Aber hier, das zum Beispiel würde mir sehr gefallen. Volltreffer. Die MS Baltimore gehört zum Besten, was die internationale Kreuzfahrt zu bieten hat. Ihr Geschmack ist exquisit. Wollen wir doch mal sehen, was von dem angebotenen Programm in Ihre Reisezeit passt. Hier, das hört sich doch gut an. 21 Tage auf Südseekurs. Durch die Inselwelt Polynesiens plus Hawaii. Na bitte, eine wahre Traumreise. Und wann? Wann geht das los? Schon übermorgen Abend, genau das, was Sie wollten. Sie fliegen über Frankfurt nach San Francisco und gehen dort an Bord der MS Baltimore. Sie müssten sich nur umgehend entscheiden. Hab ich schon. Ich mach's. Stellen Sie inzwischen fest, ob noch ein Plätzchen für mich frei ist, ja? Ich melde mich dann wieder. Das darf ich vielleicht mitnehmen, ja? Moment mal. Sie müssten mir bitte noch sagen, Einzel- oder Doppelkabine? Einzelkabine. Außen. Sonnendeck. Entschuldigung. Ja, bitte? Sie haben mich noch gar nicht gefragt, was diese Kreuzfahrt kostet. Was kostet sie? 18.995 Mark. Gut. Ich werde ein Bar zahlen.
von San Francisco führt sie unsere Traumreise zunächst zu den Marquesas-Inseln. Marquesas-Inseln? Ah. Dann geht es nach Morea, dann Papeete, Bora Bora, Südseeparadiese mit französischem Charme, deren Namen allein schon Sehnsüchte wecken. Also, Krönung und Abschluss unserer Kreuzfahrt bildet ein umfassender Besuch des hawaiianischen Archipels. Ah, Inseln, die für viele zum Inbegriff eines Traumurlaubs geworden sind. Wer sind Sie? Ja, das möchte die Polizei auch wissen. Hör zu, du neunmal Kluger. Wo immer du auch das Geld versteckt hast, ich bleib dir auf den Hacken. Werd's dir wieder abjagen, das garantiere ich dir. Wovon reden Sie? Ja, stell dich ruhig, doof. Aber das zieht bei mir nicht, Freundchen. Du hast die Wahl. Entweder arrangierst du dich mit mir, oder du hast keine ruhige Minute mehr. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Oh, doch. Ich bin bereit, dich mit satten 10% am Kuchen zu beteiligen. Ist doch eine nette Geste, Partner, oder? Hören Sie, wer auch immer Sie sind und was immer Sie glauben, ich bin nicht Ihr Partner. Gut, Mann, wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Tja, dann sitzen Sie ganz schön in der Tinte, was? Mit solchen Leuten ist nicht zu spaßen, wie man sieht, nicht wahr? Herr Kellermann, wie gut ich Sie verstehe. Da wedelt Ihnen das Schicksal mir nichts, dir nichts, 500.000 Mark vor die Füße und sagt, mach was draus. Und ehrlich, auch ich käme ins Schleudern bei dem Gedanken, wie so ein Batzen Geld mein Leben schlagartig verändern könnte. Aber wir beide, Herr Kellermann, haben ein entscheidendes Manko. Uns fehlt die kriminelle Energie, so ein Ding auch durchzuziehen. Ich weiß nicht, Herr Kommissar, ich weiß wirklich nicht... Wovon ich rede? Na los, Weber, sagen Sie es ihm. Herr Kellermann, unsere Ermittlung hat Folgendes ergeben. Bei der Geldübergabe unterlief dem Geldboten ein folgenschwerer Fehler. Na, ahnen Sie was? Er hat das Geldpäckchen aus dem Güterzug auf der falschen Seite rausgeworfen. Auf der Seite, wo Sie an der Schrankenkurbel standen. Der Erpresser ging also folglich leer aus. Das erklärt sich schlüssig aus dem Umstand, dass er bei Ihnen, Herr Kellermann, nach dem Geld gesucht hat. Er ist also genau wie wir der Meinung, dass Sie es haben. Ein folgenschwerer Fehler, wie man sieht. Ich habe das Geld nicht, Herr Kommissar. Oh, Herr Kellermann, ich kann nur hoffen, dass das nicht Ihr letztes Wort ist.
Passagiere des Fluges 883 nach San Francisco über Frankfurt sich umgehend zur Passkontrolle am Flugsteig 17 zu begeben. Dreh dich nicht um. Tu jetzt genau, was ich sage. Die Richtung bestimme ich. Los, links rum. Stell ab. Mach auf. Na also, glaubst du wirklich, du Penner, ich lass dich damit ziehen? Hände hoch, Polizei! Gut gemacht, Herr Kellermann. Wusste ich doch, dass er Sie nicht aus den Augen lassen würde. Danke für die tatkräftige Hilfe. Ohne Sie hätten wir verdammt schlecht ausgesehen. Ich bin total erledigt. Glaube ich Ihnen aufs Wort. Der hat mich mit der Waffe bedroht. Das war zu erwarten. Einmal und nie wieder spiele ich Lockvogel. Eine lukrative Rolle, Herr Kellermann. Die 20.000 Mark Belohnung, die Ihnen jetzt zustehen, sind doch kein schlechtes Honorar, oder? Nein, da kann man nicht meckern. Hier, Ihre Tasche. Also, was da drin ist, das ist ja auch nicht gerade ohne, hä? 500.000 Mark. Die 500.000? Das Geld aus dem Päckchen, genau, wir haben's gefunden. Tut mir leid, dass auch wir der Meinung waren, Sie hätten es auf die Seite gebracht. Tja, so kann's einem gehen. Wo haben Sie es gefunden? Sie werden es nicht glauben, Herr Kellermann. In einem Gebüsch an Ihrem Bahnübergang. Da lag es tagelang und keiner hat's gewusst. Nein, sowas auch. Gut, Frau Doktor, dann holen Sie Ihre Tickets morgen ab. Wiederhören. Sie? Na, das durfte für Ihre Kreuzfahrt wohl jetzt zu spät sein. Ihr Flieger nach Frankfurt ging gestern ab. Ja, zu dumm. Es ist mir was dazwischen gekommen. Und tut mir leid für Ihre Mühe. Und womit kann ich Ihnen heute dienen? Buchen Sie mir bitte für morgen eine Busreise nach Scharbeutz. An die Ostsee. An die Ostsee. Nur hin? Nein, noch wieder zurück. Das ist ganz wichtig. Ich muss nämlich hier in Berlin das nötige Kleingeld für die Traumreise kassieren. Bitte was? Na, die Reisekosten für die Kreuzfahrt auf der MS Baltimore. Ich mache die Reise nächstes Jahr. Wie teuer, sagten Sie noch, ist das Vergnügen? Knapp 20.000 Mark. Ah ja. Kommt hin. Konzert mit dem Ständikor Berlin anlässlich einer zünftigen Havel-Rundfahrt auf der MS Spreenixe. Tja, daraus wird ja dann wohl nichts. Wo wollen Sie denn hin? Ist Schluss für heute. Wenn Sie eine Rundfahrt machen wollen, geht das erst wieder morgen. Tut mir leid. Herr Spanhake Junior? Ja, bin ich. Wir sind nicht in privater, sondern in amtlicher Eigenschaft hier. Um was geht's denn zum Teufel? In dieser Tasche ist ein Beschluss vom Amtsgericht Tiergarten. Ich muss Sie bitten, den persönlich in Empfang zu nehmen. Na, Postmahlzeit. Moment, Kinder. Soll das hier eine Probe sein oder was? Ein bisschen mehr Einsatz, wenn ich bitten darf. Ja, was ich hier höre, klingt so absolut lasch und wenig überzeugend. Soll das Konzert am Sonntag stattfinden oder nicht? Also, kniet euch gefälligst ein bisschen mehr rein. Darf ich noch mal bitten? Selbe Stelle, ja? Und? Ja. Amen.
Na, Molly. Hallo? Ist Vater auch da? Ja, drin. Na also, ihr könnt's doch, ihr Nasen. Und genau so will ich's am Sonntag beim Konzert auf der Spreenexe hören. Klang? Und noch etwas, jetzt kann ich's euch verraten. Es hat geklappt. Funk und Fernsehen übertragen unser Konzert live. Vater, du hast mich offensichtlich nicht verstanden. Das ist das absolute Aus. Die drehen uns den Hahn ab. Endgültig und ohne Wenn und Aber. Wir haben es ab heute schriftlich. Reg dich ab, Junge. Nicht wird so heiß gegessen, wie sie kocht wird. Sprüche, das sind doch Sprüche, Vater. Wach endlich auf. Die machen morgen ernst. Und wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann ist die Reederei Spannhacke und Sohn endgültig pleite. Du redest doch nicht so einen Unsinn. Pleite. Wir sind eine der ältesten Reedereien Berlins. Nur weil wir momentan in einer kleinen Krise stecken, wird man uns nicht gleich fallen lassen. Außerdem, wir werden fighten, mein Junge. Vater, das tun wir schon seit vielen Jahren und mit null Erfolg. Schwing. Wir haben die MS Spreenexe von Grund auf restauriert, auf den neuesten Stand gebracht. Und weiß Gott, eine Menge investiert. Doch, investiert ist gut. Wir schulden es der Löffler Werft. Und wir werden zahlen. Wenn wir am Sonntag mit unserem Chor auf unserem Schiff das Konzert dazu geben, wird es erst gar nicht kommen. Und Rundfunk und Fernsehen darüber berichten. Da wird die Spreenexe in aller Munde sein. Und der Rubel wird rollen. Was soll ich nur mit dir machen, damit du endlich kapierst, dass wir am Ende sind? Wir sind verrückt geworden, hier rumzusitzen und Trübsal zu blasen. Wir haben doch allen Grund zum Feiern. Also, trinken wir auf die Wiedergeburt von Spannhake und so. Ja, trink nur. Trink nur. Aber nicht auf die Wiedergeburt, sondern auf den Untergang unserer Firma. Was hat er denn? Was hat er denn gemeint? Vergiss es, Wolfram. Der Gerichtsvollzieher war bei uns. Die wollen die Spreenexe morgen an die Kette legen. Da, vor dir liegt der Gerichtsbeschluss. Prost, mein Freund. Was ist? Hat sie Schnaps verschlagen? Heinz, dass die deine Spreenexe an die Kette legen, und das werden sie bei Gott tun, das ist natürlich tragisch für euch, aber dass die Chance für unseren Schandiko, sich über Funk und Fernsehen in der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, auch im Eimer ist, ist dir klar, ne? Hast du da auch mal gedacht? Das war's dran. Ja. Also unternehmen wir was. Ja, denken wir mal nach. Brauchen wir nicht. Ich weiß die Lösung. Ach nee. Mhm. Molly, noch zwei klare. Wir klauen die Menschen. Steuerbord. Steuerbord, habe ich gesagt. Wir müssen es schaffen, Leute. Maschinen, volle Kraft voraus. Ja, hallo? Dein Vater. Guten Morgen, Junge. Ich habe versucht, dich zu Hause zu erreichen. Ich habe bis 2 Uhr gearbeitet und dann im Büro übernachtet. Was ist denn, Vater? Hast du schon gefrühstückt? Nein, wieso? Na, dann setz dich wenigstens. Wieso? Was ist los? Ganz ruhig bleiben, Thomas. Ich habe alles fest im Griff. Was zum Teufel? Ich habe letzte Nacht die Spreenexe gekapert. Du hast was? Ich habe mir erlaubt, unser Schiff dem Zugriff des Gerichtsvollziehers zu entziehen. Vater, bitte, nicht am frühen Morgen solche Witze. Ist kein Witz, mein Junge. War die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass das Schiff heute an die Kette kommt. Ich werde auf der Stelle verrückt. Jetzt ist er total übergeschnappt. Vater, wo immer du dich mit dem Schiff jetzt versteckt hältst, sofort bringst du die Spreenexe an unsere Anlegestelle zurück. Ja, genau diese Reaktion habe ich erwartet. Nichts ist. Du siehst mich erst am Sonntag wieder, pünktlich zum Konzert von unserem Chandy-Chor. Lege ich wieder an unserer Brücke an. Alles Weitere wird sich finden. Nichts wird sich finden. Du hast alles nur noch schlimmer gemacht, du Narr. Man wird dich festnehmen, zu einer Gefängnisstrafe verdonnern. Himmel, was erzähle ich dem Gerichtsvollzieher? Was soll ich dem sagen, verdammt nochmal? Wahrheit, mein Junge, dass dein närrischer Alter den Kahn geklaut hat. Na, großartig. Genau das sagst du. Eine Verzweiflungstat. Genau das erzählst du auch den anderen. Welchen anderen? Na, all den Reportern. Ich habe bereits sämtliche Tageszeitungen informiert und Rundfunk und Fernsehen ebenfalls scharf gemacht. Na, das gibt einen Rummel, pass mal auf. Also, halt dich senkrecht, mein Junge.
Gut, das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen, dass ich auf meine alten Seemannstage noch mal zum Piraten werde. Aber du, ich hoffe, wir werden das nicht bereuen. Ach nee, ihr wisst es bitte? Du hast mich doch erst darauf gebracht. Mensch, Heinz, ich konnte doch nicht haben, dass du daraus so eine große Kiste machst. Na wenn schon, denn schon, mein Lieber. Kaffee. Geht's ums Überleben. Alle Medien sollen darüber berichten. Dann kriegt die Sache auch erst den richtigen Nachdruck. Genau das ist der Weg. Damit die Bürger dieser Stadt erfahren, wie eine kleine, alteingesessene Berliner Reederei da über mich in Konkurrenz brutal an der Wand gedrückt wird. Ja. Wolfram, mein Freund, der Zweck heiligt die Mittel. Aber die Mittel, Heinz, die Mittel sind doch illegal. Na wenn schon. Blümchen. Denk an die Hausbesetzung in Kreuzberg. Erst dadurch hat sich überhaupt was bewegt. Na, dein Wort in Gottes Ohr. Und? Wie soll es nur weitergehen? Du frühstückst hier in aller Ruhe zu Ende und dann machst du eine Fliehe. Was denn, was denn? Ich soll dich hier allein lassen? Na. Ja, na klar. Oder willst du etwa Händchen halten? Glaub mir, so schnell findet mich hier keiner. Und selbst die Wasserschutzpolizei wird mich hier nicht vermuten. Folglich bist du hier überflüssig. Der Chor braucht dich dringend, wenn das Konzert am Sonntag stattfinden soll. Na Mensch, das ist doch das Problem. Welches? Na Gott, du fehlst doch dann im Chor. Siehste, allein diese Erkenntnis war schon die Sache wert. Nein, nein, nur im Ernst. Ich verspreche dir, dass ich nicht aus der Übung komme. Ich werde singen, dass sie die Planken biegen. Du bist ein verrückter Hund. Ein Himmelhund. Über uns der blaue Himmel, unter uns das weite Meer. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen... Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sich mein Vater mit dem Schiff aufhält. Das können Sie uns doch nicht erzählen. Sie wissen mehr, als Sie zugeben wollen. Ich bin absolut ohne aktuelle Informationen. Wir darüber gesprochen haben. Ein bisschen mehr müssen Sie schon erzählen. Ich kann mich nur wiederholen. Mein Vater hat die Aktion ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung gestartet. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, eine Kurzschlusshandlung. Eine Verzweiflungstat. Und nun zum Abschluss von Berlin aktuell noch ein Kurzbericht über ein Vorkommnis, das sicher die Gemüter bewegen wird. Handelt es sich doch hier um eine moderne Köpenickiade, wie man sie in unserer Stadt nicht alle Tage erlebt. Da kapert der Fahrgastschiffkapitän Heinz Spanhake, Besitzer der gleichnamigen Reederei, in einer Nacht- und Nebelaktion sein eigenes Schiff, um es einer drohenden gerichtlichen Beschlagnahme zu entziehen. Taucht im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner MS Phrenixe unter und ist bisher unauffindbar. Ich kann mich nur wiederholen. Mein Vater hat die Aktion ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung gestartet. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, eine Kurzschlusshandlung, eine Verzweiflungstat. Eine Verzweiflungstat? Oder eine kühl geplante spektakuläre Aktion, um nachhaltig auf die wirtschaftliche Misere dieser kleinen Berliner Reederei aufmerksam zu machen. Wie auch immer diese Geschichte ausgeht, wir sind gespannt, ob die MS Spreenixe am Sonntag wieder auftaucht. Denn andernfalls wäre auch unser Sender in Mitleidenschaft gezogen. Planten wir doch an diesem Sonntag mit dem Shantikor Berlin eine Übertragung von Bord dieses kleinen, gemütlichen Schiffes. Warten wir also die Entwicklung ab und hoffen im Namen aller Beteiligten auf ein Happy End. Berlin aktuell verabschiedet sich und wünscht Ihnen allen noch einen schönen und gemütlichen Abend. Über uns der blaue Himmel, unter uns das weite Meer. Kann es da was Schöneres geben? Fröhlich fahren wir kreuz und quer. Ahoi, Kameraden, ahoi! Ja, ich muss dich dringend sprechen. Pause zum Bier fassen. Was auch immer dein Motiv war, Vater bei dieser blödsinnigen Unternehmung zu helfen, es ist und bleibt eine Schnapsidee. Ich weiß wirklich nicht, warum ausgerechnet du dich so aufregst. So viel kostenlose Werbung kriegt ihr nie wieder, wenn morgen die Presse ja, raus ist. Ja, natürlich. Eine reiche alte Frau wird zu Tränen gerührt sein und umgehend unsere Schulden bei der Werft bezahlen. Mensch, Wolfram, das ist doch Spinne. Thomas, jetzt werde ich langsam sauer. Du reißt ständig die Klappe auf, machst deinen Vater madig, aber du selber bringst gar nichts. Absolute Flaute. Molly, bitte ein Bier. Gut, dann lobe ich mir deinen alten Herrn. Mag vielleicht ein bisschen mehr Schokolade sein, aber der hat doch wenigstens noch Dampf. Also? Wo hält sich Vater mit dem Schiff versteckt? Mein lieber Junge, von mir erfährst du kein Wort.
Müssen die ausgerechnet rumwetzen? Hier. Ja, ich höre. Drei Karten auf den Namen Burgdorf für die Sonntagsrundfahrt. Mit Konzert natürlich. Auf Wiederhören. Spannhacke Reederei. Ja, bitte. Ich höre. Für zwei Personen. Den Namen bitte? Wenzel. Geht in Ordnung. Auf Wiederhören. Na endlich, Chef. Wo bleiben Sie denn heute Morgen? Hier ist die Hölle los. Wieder diese Zeitungsreporter? Von wegen. Lauter Kartenbestellung für die Sonntagsrundfahrt. Und ich sag einfach zu, obwohl ich nicht mal weiß, ob sie überhaupt stattfindet. Und? Findet sie nun statt oder wie? Nun heben Sie doch endlich ab. Sag ich zu oder soll ich sie vertrösten? Himmel nochmal, ich weiß es nicht. Dann sag ich einfach zu. Spannhake Reederei, ja bitte? MS Spreenix, ja, auf Tauchstation. Kapitän klaut eigenes Schiff. Auf welchen Namen bitte? Niendorf, Kiesbau. Kleine Reederei auf Gegenkurs, ja, ein Hafenkapitän zeigt sich. Ja, wenn er nicht allzu groß ist, können Sie ihn mitnehmen, natürlich. Ja, kleine Tiere. MS Spreenix ist spurlos verschwunden. Piratenstelle eines verzweifelten Kapitäns. Spannhacke Reederei. Alpeliner Reederei funkt SOS. Herr Spannhacke, für Sie Telefon. Herr Löffler Senior. Das glaube ich nicht. Doch, und ganz dringend. Ja, Spannhacke Junior? Hildegard, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Morgen Thomas, morgen Hildegard. Meine Kinder, habt ihr schon gelesen? Ihr seid in aller Munde. Ja. Aber das Wichtigste weißt du noch nicht. Lass mich raten. Die reiche alte Dame ist aufgetaucht und zahlt alle Schulden. Fast getroffen. Sag bloß. Du bringst mich jetzt bitte zu ihm, ja? Nee. Na, man könnte meinen, du begehst Hochverrat. Ja. Junge, ich schwöre dir, genau hier hat das Schiff gelegen. Kein Irrtum möglich? Ich bin ja nicht verblödet. Genau hier war die Stelle. Da, guck mal. Hab die Kurve gekratzt, weil man mich entdeckt hat. Macht euch keine Sorgen, ich habe alles im Griff, bin Sonntag pünktlich um 9.30 Uhr an unserer Anlegestelle und erwarte einen entsprechenden Empfang. Na, der spinnt doch. Das ist doch Wahnsinn. Wie will er das alleine schaffen? Das ist nicht die Frage. Vater beherrscht unser Schiff wie andere ihr Fahrrad, nur... Nur? Was immer er an Mühsal und Unbill auf sich nimmt... Ist alles nicht mehr nötig. Ist alles nicht mehr nötig. Ach, du heiliger Strohsack. Die Zeitungsberichte haben ein Wunder bewirkt. Löffler Senior hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass seine Werft die Wechsel auf unbestimmte Zeit verlängert. Ja, und der Gerichtsbeschluss? Ist nicht mehr wirksam. Das hat er auch geregelt. Yippie. Das war für deinen Vater. Der ist nämlich ein Mordskerl. Ist dir das klar? Oh ja. Nur musst du mindestens bis Sonntag warten, um ihm das selber zu sagen. Ach du Scheiße. Der hat ja gar keine Ahnung, was hier alles gelaufen ist. Ja, wie willst du ihm das mitteilen, wenn er sich nicht meldet? Gar nicht. Was? Selbst auf die Gefahr hin, dass du mich erschlägst. Die Geschichte hat er sich ohne mich zu fragen selber eingebrockt, soll er sie auch selber wieder auslöffeln. Der Sturkopf hat's verdient. Nicht? Ja. Berlin ein Begrüßungslied angestimmt hat, richten sich die Augen einer vielköpfigen Menge von schaulustigen und erwartungsfroh gestimmter Fahrgäste auf den Wannsee, auf dem jetzt, wenn er sich an seine Ankündigung hält, Heinz Spannhage mit der MS Spreenix auftauchen müsste. Und er scheint Wort gehalten zu haben. Ja.
Na, einen. Aber kein roter Teppich. Das ist ein Ding. Na, mein Junge? Alles Paletti? Alles Paletti, Vater. Na, siehst du. Und kein Gericht holt sie hier? Ich kann ihn nicht entdecken. Wo ist er? Niemand nimmt mich fest. Steckt mir in Schulter. Oh, Vater. Ja, da staunst du, was? Na, nun los, dann fragen Sie schon. Was brennt Ihnen auf der Zunge? Herr Spanhacke, wie konnten Sie wissen, dass sich letztendlich alles zum Guten wendet? Ja, was für eine Frage. Ich habe einfach fest daran geglaubt.